Drei Erkenntnisse, die du in deiner bisherigen Vorbereitung unbedingt schon gesammelt haben solltest. Wenn du dich auf das Steuerberaterexamen 2024 vorbereitest, dann bist du sicherlich schon so roundabout 3 bis 6 Monate dabei und hast dementsprechend schon einige Zeit gehabt, die eine oder andere Erkenntnis zu sammeln. Was die drei wichtigsten Erkenntnisse sind, die du bis hierhin auf jeden Fall berücksichtigen solltest, um in Zukunft deine Vorbereitung auf ein höheres Level zu bringen, das verrate ich dir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Drei Erkenntnisse aus deiner bisherigen Vorbereitung, die du im Idealfall schon gesammelt hast. Spätestens jetzt werden wir darüber sprechen, sodass du darauf reagieren kannst, Dinge verändern kannst. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA STB Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und auch ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und dazu ist natürlich ganz entscheidend, dass du im Laufe deiner Vorbereitung immer wieder entscheidende Erkenntnisse sammelst, inhaltlich, aber auch strategisch, konzeptionell. Das bedeutet, wie du in der Vorbereitung vorgehen musst. Zu Beginn weißt du das natürlich nicht, wenn du da nicht von Anfang an mit an die Hand genommen wirst, wie wir das beispielsweise bei unseren Kunden machen. Und da musst du dann sozusagen eigene wichtige Erkenntnisse eben sammeln, damit du nicht über die gesamte Zeit deiner Vorbereitung die gleichen Fehler machst, beziehungsweise eben das Ganze upgradest, auf ein anderes Level bringst, als du es vielleicht am Anfang dir vorgestellt hast oder deine Herangehensweise letztendlich ein Stück weit veränderst. Du machst natürlich Erfahrungen und die nutzt du im Idealfall dann auch, um das Ganze eben abzugraden. Schauen wir mal drauf. Erster Punkt, die Masse an Material macht dich nicht erfolgreich. Zu Beginn der Vorbereitung denkt man als Prüfling häufig noch, ach, hier nochmal einen Kurs buchen, da nochmal die Unterlagen, Lehrbriefe, dann habe ich die Skripte noch von meinem Kollegen bekommen, buche noch irgendwelche Fallstudien und habe dann sozusagen zig von Unterlagen, idealerweise 20 Leitsordner, dann kommen nochmal 10 extra dazu, Übungsaufgaben, Fallsammlung und so weiter und so fort. Aber, und das kann man schon mal festhalten, die Unterlagen zu haben, das Material daraus, das macht dich nicht erfolgreich. Das heißt, du kannst noch so viele Unterlagen haben, Leitsordner etc. Du hast A, nicht die Zeit, die durchzuarbeiten und Punkt B, ist es auch gar nicht effektiv, eben solche Berge an Unterlagen sozusagen zu haben und natürlich sich auch da durchzuquälen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Übungsaufgaben, Klausuren im späteren Verlauf. Vielleicht hast du auch da schon viel angesammelt, bist schon angefangen und hortest so richtig diese Unterlagen, weil du denkst, schadet ja nicht viel, bringt viel, aber, und das musst du für dich festhalten, manchmal ist weniger auch mehr. Was sind die 80%, auf die es ankommt? Das wird häufig quantitativ von den 20% der Themen bestimmt. Pareto-Prinzip, wenn dir das was sagt, haben wir auch schon einige Videos drüber gemacht. Und hier rauszufiltern, womit man sich beschäftigen soll, erstmal im Theoretischen, ne? Nicht bis ins kleinste Detail runterzugehen und dann eben im zweiten Step zu wissen, was ich bei der Auswahl beachten muss, bei der Reihenfolge und dann natürlich auch in der Gesamtintegration der Stoffvermittlung, Theorie in meine Klausurarbeit, die dann später folgt, beziehungsweise das anwendungsorientierte Arbeiten in Summe. Erster Punkt also, die Unterlagen selber machen dich nicht erfolgreich, weniger ist mehr, die Masse erschlägt dich sonst irgendwann. Zweiter Punkt, der Kursbesuch einmal in der Woche oder zweimal abends, der reicht einfach nicht aus. Lass dir da nichts erzählen, sei denn du bist ein absoluter Überflieger, hast super Vorkenntnisse. Ansonsten, wenn das nicht auf dich zutrifft, dann ist das einfach gelogen. Du kannst dich nicht einfach nur in Samstagskurs reinsetzen, bis nächste Woche Samstag nichts gemacht haben, im Kurs dann nur die Hälfte mitnehmen. Das reicht einfach nicht aus. Und da musst du einfach ehrlich mit dir selber sein. Du brauchst die Situation da nicht schönreden, lass dir das auch nicht einreden. Es geht um deinen persönlichen Prüfungserfolg. Und wenn du jetzt glaubst, dass du mit nur einem Kursbesuch, wo du nicht aktiv arbeitest, sozusagen Fortschritte machst, die nachhaltig sind, wo du richtiges Verständnis aufbaust, dann muss ich dich dahingehend leider einfach enttäuschen. So sieht einfach die bittere Realität, kann man sagen, aus. Da gehört einfach deutlich mehr dazu, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Das heißt, je nach Kurskonzept, wenn du sagst, ich habe einen Samstagskurs, ich habe
einen Abendkurs unter der Woche. Das lässt sich jetzt sicherlich nicht mehr so radikal ändern für die meisten, aber dann gehört eben Vorbereitung, Nachbereitung dazu und natürlich auch noch ganz viele andere Punkte, die du in die Woche mit integrieren musst, losgelöst vom Kurs. Und da ist Klausurarbeit eben dann mittelfristig, je nachdem wie weit du bist, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da kommen natürlich noch ganz viele andere Punkte dann mit dazu. Dritter Punkt, und das ist sicherlich auch eine Erkenntnis, die du schon gesammelt haben wirst, je nachdem wie viel du zu Hause machst. Ein guter Dozent alleine reicht nicht aus. Natürlich gibt es Qualitätsunterschiede in Bezug auf Dozenten. Es gibt natürlich auch subjektive Empfindungen. Die einen finden einen Dozenten gut, die anderen finden einen anderen Dozenten gut. Da gibt es natürlich nicht oder seltenst das Beispiel, dass alle einheitlich sagen, 100%, das ist ein super Dozent, sondern es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber natürlich für die breite Masse gibt es bessere und weniger gute Dozenten. Das ist ganz klar. Aber selbst wenn du jetzt einen guten Dozenten haben solltest, über alle Fächer hinweg ist es bei den meisten sowieso nicht der Fall, dann wirst du festgestellt haben, ja, das hilft dir vielleicht, dem Unterricht besser zu folgen, der macht das vielleicht spannender, der kann besser erklären, der hilft dir über gewisse gedankliche Schritte, aber der alleine, nur weil du die Vorlesung besuchst, wird dich nicht komplett durch diesen Stoff durchbringen. Und wenn du ansonsten auf dich alleine gestellt bist, das heißt, das, was der Dozent nicht erklärt, die offenen Fragen, die du innerhalb des Unterrichts nicht stellen kannst, wenn du damit alleine gelassen wirst, dann ist natürlich ein guter Dozent eben nicht mehr so viel wert, weil du musst dich dann im Umkehrschluss in der Zeit im Eigenstudium eben alleine durchschlagen und da keinen entsprechenden Ansprechpartner auf deiner Seite hast, mit dem du all diese Punkte durchgehen kannst, beziehungsweise die Dozenten hast, die die Themen mit dir durchgehen, deine Rückfragen beantworten, bis du es wirklich verstanden hast, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, langfristig wirklich richtiges Verständnis aufzubauen und dann reicht der Unterricht von dem Dozenten halt nicht aus. Das ist eine Komponente, aber die zweite Komponente gehört eben auch dazu. Wenn du kein Eigenstudium betreibst, kannst du natürlich sagen, okay, habe ich sowieso nicht, Punkt 2, aber das haben wir vorher schon besprochen, das sollte nicht der Fall sein. Du musst dich da durcharbeiten, dann kommt gerade in der Anwendung, wenn du dich mit der Theorie im Kurs beschäftigst und dann in die Anwendung mehr gehst, da kommen natürlich dann ganz andere Fragen beim Umsetzen, beim Lösen der Fälle. Und da ist es dann ganz, ganz wichtig, auch den Ansprechpartner an der Seite zu haben, der dich durch diese Fragen durchmanövriert, damit du wirklich Stufe für Stufe Verständnis aufbauen kannst. Das zu den drei Erkenntnissen. Wenn du in deiner Examensvorbereitung jetzt noch am Anfang stehst oder generell auch Unterstützung benötigst, dann kannst du dich wie immer auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH melden. Wir schauen uns deine Situation an, egal ob du gerade am Anfang bist oder mittendrin, schauen wir auch da natürlich, wie wir dir weiterhelfen können und dann können wir eben auch deine Examensvorbereitung auf ein anderes Level bringen. Das ist auf jeden Fall das Ziel dabei. Wie das Ganze konkret aussieht, erfährst du dann in dem kostenlosen Beratungsgespräch mit unserem Strategieexperten. Da findest du dann eben in 60 Minuten 1:1 heraus, was gerade vielleicht in deiner Vorbereitung schiefläuft, beziehungsweise wenn du am Anfang stehst, wie deine Vorbereitung idealerweise auszusehen hat, wie wir das Ganze umsetzen mit unseren Kundinnen und Kunden. Und dazu, wie gesagt, lade ich dich herzlich ein. Den Link dazu blenden wir ein. Ansonsten reflektier das sorgfältig, integriere die Erkenntnisse hier raus auch wirklich in deine Vorbereitung, um auf die nächste Stufe zu kommen. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.